Auch das Sozialbudget bleibt weit hinter dem zurück, was nötig wäre. Weniger als 3% der Mehreinnahmen im Haushalt wollen Sie für Soziales ausgeben. Hier bräuchte es ganz andere Größenordnung. Und die Situation, darüber ist schon gesprochen worden, auf dem Wohnungsmarkt ist vielerorts dramatisch, besonders für Menschen mit niedrigem und mittlerem Einkommen, für Familien, für Studierende. Sie werden zunehmend aus den Innenstädten verdrängt, weil sie sich die Mieten nicht mehr leisten können, die oft über die Hälfte des Monatseinkommens ausmachen. Und auch dagegen muss dringend etwas getan werden. Ich möchte Ihnen die Dimension des Problems noch einmal vor Augen führen. Seit 1991 hat sich der Bestand von Sozialwohnungen in Hessen mehr als halbiert. Von 205.000 Sozialwohnungen Anfang der 90er Jahre sind heute gerade mal 93.000 übrig. Jahr für Jahr fallen mehr Sozialwohnungen aus der Bindung, als neue geschaffen werden. Allein in den Jahren 2015 und 2016 waren es fast 20.000. Und für 45.000 Familien in Hessen, registrierte Familien in Hessen, fehlt eine Sozialwohnung. Die Zahl der Anspruchsberechtigten liegt allerdings um einiges höher. Die bisherigen Förderungsprogramme haben es aber nicht mal geschafft, haben nicht mal ausgereicht, um die Sozialwohnungen auszugleichen, die aktuell aus der Sozialbindung fallen. Und die Wohnraumbedarfsanalyse hat einen zusätzlichen Wohnungsbedarf von 517.000 Wohnungen bis zum Jahr 2040 ergeben. Das heißt, dass jedes Jahr 20.000 neue Wohneinheiten entstehen müssten. Die Wohnungsnot ist also Realität, schon lange Realität an vielen Orten, nicht weil die Zahl der Flüchtlinge gestiegen ist, sondern weil Bund und Länder den sozialen Wohnungsbau faktisch ad acta gelegt haben und stattdessen den Erwerb von Eigentumswohnungen gefördert haben, den sich aber ein Großteil der Mieter überhaupt nicht leisten kann. Und was Sie jetzt eben wieder gemacht haben, Herr Ministerpräsident, Sie schmücken sich mit Programmen, die größtenteils vom Bund und von den Kommunen finanziert werden und nur zu einem geringeren Teil vom Land. Und dann loben Sie sich dafür, dass mehr gebaut wird. Ja, ja, Sie bauen mehr, aber eben bei weitem nicht so viel, wie nötig wäre. Und das ist, wenn Sie einem Ertrinkenden, der mit dem Kopf unter Wasser ist, erklären, dass über ihm jetzt nur noch 4 statt 5 Meter Wasser sich befinden, dann hat er deshalb immer noch keine Luft zum Atmen, Herr Ministerpräsident. Und deswegen, es reicht nicht aus, was die Landesregierung hier tut. Wir brauchen ein ganz ambitioniertes Bauprogramm. Und dafür muss das Land auch mehr finanzielle Mittel in die Hand nehmen. Ja, Herr Ministerpräsident, weil Sie jetzt Herr Enteignen dazwischen gerufen haben, wäre ja schon froh, wenn Sie mal die landeseigenen Grundstücke nutzen würden, um damit sinnvolle Dinge zu tun und die zur Verfügung zu stellen, damit endlich mehr Wohnungen gebaut werden. Also fangen Sie doch bei sich selber an, bevor Sie jetzt Enteignen dazwischen rufen, meine Damen und Herren. Eine vernünftige Wohnungspolitik braucht eine langfristige und eine nachhaltige Finanzierung statt kurzfristiger und viel zu niedrig angesetzter Programme. Wir haben in den Haushaltsberatungen immer wieder eingebracht und Anträge vorgelegt, dass wir 10.000 neue Wohnungen jährlich schaffen wollen. Denn Wohnen ist ein Menschenrecht und die Versorgung der Menschen mit Wohnraum ist zu wichtig, um sie dem Markt zu überlassen. Ich finde, in Städten wie Frankfurt sehen wir doch, wohin das führt. Es entsteht immer mehr hochpreisiger Wohnraum, es entstehen immer neue Büroräume und gleichzeitig gibt es einen Leerstand von 1,5 Millionen Quadratmetern Büroflächen und trotzdem werden weitere Türme gebaut. Und ich will Ihnen ein Beispiel sagen. In dem Stadtteil in Frankfurt, in dem ich lebe, in Bockenheim, da wird gerade so eine Art Denkmal errichtet. Ein 140 Meter hohes Denkmal für das Versagen hessischer und Frankfurter Wohnungspolitik. Wo bis vor kurzem der AfE-Turm der Frankfurter Uni stand, entsteht ein Hochhausungetüm namens 140 West. In den unteren Etagen des Frau Turms... Frau Wissler, lassen Sie eine Zwischenfrage zu. Ich möchte erst mal ausführen, vielleicht im Anschluss. Da entsteht jetzt ein Hochhausungetüm namens 140 West. In den unteren Etagen des neuen Turms entsteht ein 4-Sterne-Hotel, oben drüber Mietwohnungen mit einem Mietpreis von bis zu 32 Euro pro Quadratmeter. Und in den oberen Etagen Eigentumswohnungen. In dem gesamten Areal entsteht keine einzige öffentlich geförderte Wohnung, aber eben noch das eine oder andere Bürogebäude. Und ich will Ihnen nur mal den Vergleich sagen. Im gesamten Jahr 2016 plante die Stadt Frankfurt gerade mal 88 neue Sozialwohnungen in der gesamten Stadt.
Und allein in diesem Turm entstehen 187 Luxuswohnungen, die sich kein normaler Mensch leisten kann. Aber für die, die es sich leisten kann, gibt es dann eine Winebank, also einen Weinkeller und einen 24-Stunden-Concierge-Service und einen Hundewaschplatz, damit die Hunde nach dem Spaziergang sauber gemacht werden und nicht das eure Apartment verschmutzen, meine Damen und Herren. Wo jahrelang Marx und Adorno gelehrt wurden, entsteht jetzt also ein Hundewaschplatz für Reiche und ihre Vierbeiner. Auch das halte ich persönlich für schwer aushaltbar. Aber das Schlimmste daran, Herr Ministerpräsident, das waren Grundstücke in öffentlicher Hand. Das ehemalige Unigelände hat nämlich bis vor einigen Jahren dem Land Hessen gehört. Und damals waren wir die einzige Fraktion im Landtag, die gegen den Verkauf gestimmt hat, weil wir uns schon dachten, dass da nichts Gutes bei rauskommt. Warum haben Sie denn die Grundstücke nicht genutzt, um dort Platz für sozialen Wohnungsbau zu schaffen? Das haben Sie nicht gemacht. Und ich sage Ihnen, es ist falsch, die Schaffung von Wohnraum dem Markt zu überlassen, weil der Markt das eben nicht so regelt, dass am Ende alle eine bezahlbare Wohnung haben. Ganz im Gegenteil. Diese Luxuswohnungen sind ja zum Teil gar keine Wohnungen im Sinne von Unterkünften, sondern sie werden als Kapitalanlage gesehen. Sie stehen oft leer, aber während Eigentümer Gebäude leer stehen und verfallen lassen können, werden Hartz-IV-Bezieher zu Umzügen gezwungen, weil ihre Wohnung ein paar Quadratmeter zu groß sind, meine Damen und Herren. Das kann doch nicht sein, dass an der Stelle man wegschaut und einfach sieht, wie im Leerstand sich immer weiter vergrößert, ohne hier einzugreifen. Und ja, und deswegen brauchen wir natürlich auch die Möglichkeiten, dass die Kommunen angemessen gegen Leerstand vorgehen können, meine Damen und Herren. Es darf doch nicht sein, dass die einen mit Wohnraum spekulieren, während andere die Miete kaum noch zahlen können oder überhaupt kein Dach über dem Kopf haben. Und genau deshalb unterstützen wir auch Initiativen wie Stadt für alle oder Projekt Shelter, weil doch die Frage ist, wem gehört die Stadt? Es ist doch höchste Zeit, die derzeitigen Eigentumsverhältnisse auf dem Wohnungsmarkt zu hinterfragen und zu verändern. Und deshalb, Hessen braucht eine Wohnungsbauoffensive, die einen solchen Namen verdient.